der Smaragd und seine Wirkung. Hallo, mein liebes Kristallwesen. Heute dreht sich alles um den Smaragd, seine Wirkung, Anwendung und noch ganz viele weitere interessante Fakten zu diesem wundervollen Edelstein. Zuvor aber eine kleine Einleitung. Der Smaragd ist ein hochgeschätzter und kostbarer Edelstein, der für seine strahlend grüne Farbe bekannt ist. Er gehört zur Familie der Berylle und ist einer der seltensten und wertvollsten Edelsteine der Welt. Die bedeutendsten Smaragdvorkommen befinden sich in Kolumbien, Brasilien, Sambia und Simbabwe. Der Smaragd wird seit Jahrtausenden für seine Schönheit und seine spirituellen Eigenschaften verehrt. Seine Mooshärte beträgt 7,5 bis 8 auf der Härteskala, was bedeutet, dass er relativ widerstandsfähig gegen Kratzer ist, aber dennoch mit Vorsicht behandelt werden sollte, um Beschädigungen zu vermeiden. Bevor es weitergeht, möchte ich dich einladen, auch unseren neuen Online-Shop einmal zu besuchen. Dort findest du viele verschiedene handverlesene Trommelsteine bester Qualität und andere schöne Dinge. Den Link mit einem Neukundenrabatt findest du unten in der Videobeschreibung. Wirkung von Smaragd auf die Psyche. Smaragd wirkt positiv auf das emotionale Gleichgewicht und fördert innere Ruhe, Ausgeglichenheit und Zufriedenheit. Er hilft dabei, negative Gedanken und Ängste abzubauen und unterstützt bei der Verarbeitung von Trauer, Verlust und Enttäuschungen. Der Stein stärkt das Selbstbewusstsein und die Selbstakzeptanz, fördert Kreativität und Intuition und hilft, Lebensfreude und Begeisterung zu entfachen. Smaragd wirkt zudem schützend gegen negative Energien und kann helfen, emotionale Heilung und Transformation zu unterstützen. Wirkung von Smaragd auf den Körper. Auf körperlicher Ebene kann Smaragd das Immunsystem stärken, die Selbstheilungskräfte unterstützen und den allgemeinen Gesundheitszustand verbessern. Er ist besonders hilfreich bei der Linderung von Herz- und Kreislaufbeschwerden, kann den Blutdruck regulieren und die Durchblutung fördern. Smaragd kann auch die Regeneration von Haut, Haaren und Nägeln unterstützen, Entzündungen lindern und das allgemeine Wohlbefinden steigern. Bevor wir zur Anwendung kommen, schau doch auch gerne nach dem Video unten in die Infobox. Da habe ich weitere nützliche Informationen für dich und einen ausführlichen Steckbrief zum Smaragd verfasst. Lass uns weitermachen. Die Anwendung von Smaragd. Smaragd kann auf verschiedene Weise angewendet werden. Zum einen kann er als Schmuckstück wie Ketten, Armbänder oder Ringe getragen werden, um seine schützenden und harmonisierenden Eigenschaften stets bei sich zu haben. Zum anderen kann man Smaragd auf betroffene Körperstellen auflegen, um Schmerzen und Beschwerden zu lindern. Edelsteinwasser mit Smaragd sollte aufgrund möglicher Toxizität nicht hergestellt werden. Bei Meditationen kann der Smaragd in der Hand gehalten oder auf das Herzchakra gelegt werden, um innere Ruhe, Liebe und Harmonie zu fördern. Mythen und Geschichten rund um den Smaragd. Der Smaragd ist seit der Antike ein Symbol für Macht, Schönheit und ewige Liebe. In vielen Kulturen galt er als Stein der Weisheit und des Wissens und es wurde angenommen, dass er seinen Trägern Klarheit und Einsicht verleiht. Im alten Ägypten war der Smaragd ein Stein von großer Bedeutung und wurde oft mit der Göttin Isis in Verbindung gebracht, die als Schutzpatronin der Natur und der Magie galt. Kleopatra, die letzte Pharaonin Ägyptens, war besonders fasziniert von Smaragden und trug sie als Schmuck und als Zeichen ihrer Macht. Im Mittelalter glaubte man, dass Smaragde böse Geister abwehren, Albträume vertreiben und ihren Trägern Heilkräfte verleihen könnten. Chakren und Sternzeichen des Smaragds. Der Smaragd wird dem Herzchakra zugeordnet, was bedeutet, dass er die Fähigkeit hat, emotionale Blockaden zu lösen
und die Fähigkeit, Liebe und Mitgefühl zu geben und zu empfangen, zu fördern. Durch seine Wirkung auf das Herzchakra kann Smaragd auch innere Harmonie und spirituelles Wachstum unterstützen. Dem Smaragd wird das Sternzeichen Stier zugeordnet, welches vom 20. April bis 20. Mai stattfindet. Er unterstützt die erdverbundenen und praktischen Stiere dabei, ihre emotionale Seite zu stärken, ihre Intuition zu entwickeln und ihre Kreativität zu fördern. Smaragd. Pflege, entladen, aufladen, reinigen. Um die energetischen Eigenschaften des Smaragds zu erhalten und zu reinigen, sollte er regelmäßig, etwa einmal im Monat, unter fließendem, lauwarmem Wasser entladen werden. Schmuckstücke mit Smaragd können einmal im Monat in einer Schale oder einem Gefäß mit Hämatitsteinen entladen werden. Zum Aufladen eignet sich Mondlicht, vorzugsweise bei Vollmond. Oder alternativ kann der Smaragd neben einer Bergkristallgruppe oder einer Amethystdruse platziert werden. Regelmäßige Pflege und Reinigung stellen sicher, dass der Smaragd seine positiven Eigenschaften und Energien behält. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast und die wundervollen Eigenschaften des Smaragds kennengelernt hast. Ich wünsche dir alles Liebe und viel Licht, dein Kristallengel Ariel.